Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen und dem Video am Ende einen Daumen nach oben geben. Und damit herzlich willkommen, liebe Gletscher, bei mir, dem Thorsten im Clan Herausforderer. Und ja, was habe ich eigentlich vergessen, werde ich euch sicherlich gleich erzählen. Aber erstmal gucken wir hier, was eigentlich beim Finn das Problem war, muss ich mal so sagen. Problem sicherlich Nummer 1 ist der Mauerbrecher-Fail gewesen. Aber schauen wir mal weiter, ich habe vergessen, dass ich hier gar nicht im Clankrieg bin. Ich wollte euch eigentlich mal wieder live den Toto zeigen. Fail, nicht Fail, guter 2 Sterne oder was auch immer. Aber ich habe es irgendwie verpeilt, am Wochenende mich hier mit reinzunehmen. Ich habe am Wochenende ja heftig gestreamt. Ich hoffe, die Streams haben euch gefallen vom Discord-Turnier. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr A dabei wart, A, dass die Akteure dabei waren, dass es so eine tolle Organisation war, dass es ein, glaube ich, rundum gelungenes Turnier gewesen ist. Also nochmal lieben Dank, ich denke mal auch im Sinne der ganzen Gemeinschaft, die das Ganze A ausgetragen hat, B dann gespielt hat und auch ausgewertet hat etc. Also coole Sache. Und ich glaube, währenddessen habe ich den Clankrieg hier gestartet in irgendeiner Pause und habe mich komplett rausgelassen, habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass hier auch gar keiner den Clankrieg hat starten können, außer ich, denn ich habe im Moment überhaupt keinen Vize mehr neben mir gehabt, was eigentlich ein Unding ist. Da hat wohl jemand vergessen, der hier mit 2 Accounts dabei ist, sich wieder selber zum Vize zu machen und war mal kurzfristig mit beiden Accounts raus. Kann ja mal vorkommen. Und ja, so habe ich es eigentlich total verpeilt. Ich kam gestern Abend freudestrahlend nach Hause und habe gedacht, Dorthor, heute machst du mal wieder richtig Live-Action-Fail. Ja, Pustekuchen. Und ich habe das Ganze dann ein bisschen vertagt, um das Ganze ein bisschen sacken zu lassen, um euch natürlich ein bisschen Clash of Clans zu zeigen hier vom Clan Herausforderer. Und hier muss irgendetwas passiert sein beim Finn, warum das jetzt nicht gereicht hat. Hier sind ja nur noch 2 Luftabwehren, aber ihr könnt euch schon denken, 59 Sekunden, da fehlt was für ein Cleanup fehlt da. Und da oben natürlich der Mauerbrecher-Fail. Damit sind die Truppen sehr, sehr spärlich in die Base hier reingekommen und ja, dann wird das natürlich nur ein 1 Sterner, dann hast du noch ein paar Hocks, da geht unter Umständen nämlich noch einer bei drauf. Oh, die Queen, da hinten nochmal eine Riesenbombe außen, und ich wollte es gerade sagen, wenn da eine liegt, dann liegt auf der anderen Seite auch eine. da lagen sogar 2, so eine kleine war da auch noch. Mann, da ist die Queen weg, okay, dann hat sie echt am Cleanup gescheitert. Also ruhig mal 1, 2, 3 Marken ja mehr einplanen oder ein Lucky oder so, um den Cleanup vor allen Dingen dann außen zu machen, denn außen ist ja wirklich keine Gefahr mehr, zumindest nicht für die Hoggies. Und dann wird das hier leider nur 1%, 1%, 1 Stern, 1% wäre jetzt wirklich ein bisschen mau. Und schade auch, aber mal sehen, hier ist noch nichts verloren und hier ist auch noch nichts gewonnen. Mehr Giftzauber braucht das Land und mehr Erdbebenzauber. Ich meine, Erdbebenzauber, damit bin ich, sage ich jetzt mal, noch einverstanden, 4 Stück, um ein schönes Loch in die Mitte zu bekommen, auf Rathaus 10. Also Rathaus 10 auf Rathaus 10 ist das hier, aber ich sehe, dass die Base keine Inferno-Türme hat. Und dann geht es hier mit Karre ein bisschen rein. Ein paar Heiler dabei, ein paar Bowler dabei und 3 Giftzauber. Okay, 3 Giftzauber. Habe ich während der Angriff lief, hatte ich das schon geschrieben, am besten noch mehr Giftzauber mitnehmen. Aber er will immer nur mal sicher gehen wegen Skelette und so. Aber die sind ja jetzt wirklich nicht so nervig. Also ich war der Meinung, hier fehlte so ein bisschen an einen anderen Zauber, aber gucken wir mal, wie der Angriff hier ansonsten verläuft. Aber ich denke mal, das Loch in der Mitte war gut aufgemacht. Also man kommt jetzt in alle, so ziemlich in alle Compartments rein, in die restlichen Compartments Richtung Rathaus auch. Und die Heiler sind auch noch dabei. Es gibt jetzt auch im Moment keine Luftabwehr, die jetzt überhaupt mal auf die Heiler schießt. Eine steht noch ganz, ganz außen. Die wird jetzt weggemacht von der Queen. Und dann sah das hier eigentlich ganz gut aus, auch mal mit 3 Giftzauber. Ich weiß nicht. Er hat zwar geschrieben, ja, wegen Skellies oder so oder wegen Fallen. Ich meine, dann gleich 3 Stück mitzunehmen, ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Einen auf Max-Level reicht dann, glaube ich. Und so nervende Skellies, die hat man dann höchstens, wenn man mit Hockrider angreift und der Feind hat wirklich alle Fallen auf Boden stehen. Oder wenn man mit Luft angreift, dass plötzlich alle Luftfallen aufpoppen und man die nervigen Skelette dann nicht mehr wegbekommen von den Loons oder so, aber so ist nicht so schlimm gewesen. Sind 3 Sterne geworden. Mit der Masse hier liegt aber sicherlich auch daran, dass die Base jetzt nicht so gut verteidigt war, und der Erdbebenzauber fand ich jetzt in Ordnung. Hatten ja jetzt gerade, beziehungsweise für den Pass muss man ja auch ein bisschen Erdbebenzauber nehmen.
bin ich noch ein bisschen in Erfindung, muss ich sagen. Genauso wie ich jetzt erstmal mit einigen Charakteren wieder grün bin hier, dass ich wieder ein bisschen live ein bisschen was mit euch machen kann. Also auch mit meinen Neunern und auch mit den Zehnern. Die Helden sind dort auch endlich fertig. Aber hier sind wir noch lange nicht fertig. Das war irgendein Angriff, den wir hier jetzt schon weg hatten. Und hier sehe ich schon wieder so ein paar Flaggen. Mal gucken, was der Klausi hier gerissen hat. Die hat schon mal Inferno. 10 gegen 10. Ich sehe gerade, Klaus ist schon ein bisschen weiter, hat den King jetzt schon auf 38, den habe ich bei meinen 10ern erst auf 35 im Moment. Ist aber nicht so schlimm, da fahren wir die Tage wieder mal ein bisschen hart mit und sehen wir sicherlich auch mal wieder was aus dem Rathaus 10 Bereich, sodass ich auch da immer so ein bisschen, ja, ich muss sagen, so ein bisschen in Übung bleibe. Denn am Wochenende habe ich ja relativ viel, ja, ich habe viel gestreamt, aber ich habe so gut wie dann kein, ich mache dann keine Videos am Wochenende in der Regel sowieso nicht. Und clashe dann auch nicht so viel. Ja, ihr wisst selber, ich habe ein bisschen Familie und wer selber Familie hat oder auch eine Freundin, die sehr aktiv ist, da muss man dann immer mit etc. und kommt dann auch nicht so zum Clash of Clans Spiel. Da habe ich mich dann aufs Wesentliche konzentriert, nämlich auf die Livestreams, habe die dann immer vorbereitet. Das heißt also, als der Stream am Samstagabend vorbei war, habe ich den für Sonntag vorbereitet, weil ich genau wusste, dass ich Sonntag erstmal lange nicht da bin und bin dann auch erst so eine gute Stunde vorm Stream am Sonntag dann heimgekommen und dann willst du ja hier auch noch ein bisschen was machen. Deswegen gab es dann auch am Montag keine Folge. Ja, gestern gab es für euch keine Folge, da ich dann irgendwo auch nicht die Einsicht habe, mich noch nachts hinzusetzen, um euch noch ein bisschen was abzugehen. Man hätte natürlich das ein oder andere Recap sicherlich abdrehen können, aber ich musste auch immer aus den Clans wieder raus, ja, in meinen eigenen Clan auch, und musste dort auch ein bisschen mitspielen. Oh, hier wird an allen Fronten gerade gekämpft, aber gut gemacht hier, glaube ich, mit den Hoggies. Und Hockrider im Rathaus 10 Bereich sind auch immer noch stark. Es gibt mittlerweile so ein paar andere Kombis, da muss aber den Betspell dann sehr, sehr hoch für haben. Ich muss mal gucken, ob ich das auch aus meiner Feder mal für euch parat habe, Rathaus 10 mit Luft und Betspell. Allerdings habe ich den Betspell erst auf Level 1 bei meinen 10ern. Da müsste ich mich dann mal einen Machttrank bemühen. Mache ich sicherlich auch, wenn ich irgendwo mal im CK bin oder so, dass ich da mal ein bisschen festhalte, ein bisschen aufnehme. Denn nur so komme ich auch so ein bisschen an Content, der von mir ausgeht, der dann für euch ist. Und aber ich glaube, auch wenn ich hier jetzt mal nicht mitgespielt habe, läuft das hier gar nicht mal so schlecht. 98%, wie kann man das denn machen? Gucken wir mal, wie der Ferdinand das hier vollbracht hat. Der Ferdinand Frischer, Rathaus 11, also noch gar nicht so lange her, dass er Rathaus 11 geworden ist und hat sich auch ziemlich viel hochgeknüppelt, nimmt hier Machttrank. Ich finde, das muss man nicht unbedingt machen. Also gegen so eine Base hier, okay, der Adler ist natürlich auf 2 und der macht schon ziemlich böse Aua. Und das ist ein Packer-Smash hier. Mal sehen, wann er die Heiler mit dazu setzt. Die kommen jetzt noch mit ins Spiel. Okay, da kriegen jetzt auch die ersten Einheiten natürlich auch schon ein bisschen Feuer. Aber die Luftabwehr muss jetzt schnell weg. Jawohl, da ist sie weg. Die Wardenzündung fand ich jetzt vielleicht ein bisschen früher. Es sind noch viel zu viele Truppen noch am Leben. Klar, möchte natürlich die Masse reinhaben in die Wardenaura. Aber auch hier die Fallen außen sehe ich jetzt gerade. Ich hab auch immer beim Aufnehmen und beim Kommentieren immer so ein bisschen die Augen rechts, links, um so ein bisschen auch alles zu sehen. Aber die Masse geht hier jetzt richtig in Inferno. Allerdings bleibt der andere Inferno ziemlich lange stehen. Und die Truppen, die jetzt, man sagt ja immer, die Truppen, die jetzt im Inferno sind, ist nur ein Multi. Ja, ist nur ein Multi. Aber auch ein Multi-Inferno macht dauerhaft Schaden. Und wenn da die ganze Zeit keine Truppe drankommt, dann sind die Truppen irgendwann mal hingebrannt. Muss man auch fairerweise so sagen. Da kann man dann auch sagen, naja, ist nur ein Multi, der macht ja nicht so viel Schaden. Da macht es dann halt die Dauer. Ja, da macht es dann die Dauer. Je länger der halt auf den Truppen rumhaut, beziehungsweise rumbrät, desto irgendwann sind die dann auch mal weg. Musste wahrscheinlich der Ferdinand hier auch hinnehmen. Hat noch einen Kobold, der sollte sicherlich irgendwo was außen machen. Der kommt sicherlich nicht mehr zum Einsatz, denn in der Mitte sind nur noch Verteidigungsgebäude, also kein einziges Gebäude, wo jetzt ein Kobold noch so richtig was reißen kann. Queen ist da noch außen, ein Packer. Da hinten sind noch zwei, drei Bowler, die sind allerdings mit einer Mauer beschäftigt. Ah ja, 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 da hat es ein bisschen an der PS, am Power gefehlt am Ende. Und so sind das hier,
Gute Prozente mit 2 Sternen, aber sehr, sehr ärgerlich. Da nochmal eine Riesenbombe. Okay, aber gut, das weiß er, dass man da unten eigentlich nicht reingeht. Ihr seht das mit dem Bombenturm, sind das hier unten eigentlich 5 Bomben, die da lagen. Und da kommst du auch nicht von unten rein. Da geht man sinnigerweise eigentlich so rein, wie er reingekommen ist. Das passt so auch über so eine schöne gerade Flanke. Und dann sind das hier ja, super 2 Sterne geworden. Na, was willst du machen? Ich sehe schon wieder so einige Flaggen. Und was sehe ich denn eigentlich hier oben? Hier oben haben wir schon 1 auf die 1. Ne, 2 auf die 1. Der Thomas hier auf den Nico. Thomas ist zurzeit hier jo, Gastplayer vom Clan Ramazamba. Kennt er sicherlich. Wollte mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, chillig, casual clashen und nicht pushen im Moment. Und hat sich da mal eine kleine Auszeit genommen. Kann er hier gerne machen. Um Verstärkung sind wir hier immer dankbar und von daher habe ich ihn auch mit Kusshand hier angenommen. Also kein Thema, wenn mal jemand so ein bisschen andere Luft schnuppern will, auch mal wieder Rathaus 9 sehen will, 10, 11. In manchen Clans ist das ja so, da siehst du wirklich nur noch 12, auch bei uns beim Spätzle mit Soße. Sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo wir nur noch ab Rathaus 11 jetzt Klankriege spielen. Wir nehmen also keinen 10er mehr mit, 9er sowieso schon ewig nicht mehr. Aber auch die 10er sind bei uns jetzt mittlerweile ganz raus. Und bei uns wird es also auch wirklich nur noch Rathaus 11 und Rathaus 12 Content geben. Nichts anderes mehr. Der Rest weicht dann jetzt dann in andere Clans aus. Da sind schon einige jetzt in unseren Event-Clan dann gegangen. Und in dem Event-Clan hier Deutschland-Ad, also nicht in dem Clan, sondern im Event-Clan Deutschland-Ad, wird sicherlich auch wieder was Nettes stattfinden. Auch da bin ich schon ein bisschen in der Findung und in der Planung. Der Packer-Smash war gar nicht mal so schlecht. Jetzt steht hier hinten nur noch so eine Außenecke, aber auch hier wieder der nervige Inferno-Turm, der jetzt ja erstmal die Skelette brät und jetzt auch dann hier die Hexe wegmacht. Damit macht die auch keine Skelette mehr. Die Queen ist leider nicht mehr zündbar und da gibt es dann doch ein bisschen zu viel Feuer von 1, 2, 3, 4, 5 defensiven Gebäuden, die hier jetzt noch fehlen. Ist das ein bisschen viel für eine nicht mehr zündbare Queen, aber ich glaube 93% ist die in jedem Fall stabil, würde ich mal so sagen. Und da muss der Gegner erstmal auch was tun, um da ranzukommen, denn wir haben erst 9 Angriffe, der Gegner hat schon 18, also schon die Hälfte mehr und hat hier auch erstmal einiges offen gelassen, also scheinbar halten unsere Bases da auch im Moment ein bisschen besser. Der Billy hier ist immer gedreiert worden, kaum nimmst du mal eine andere Base, Billy, klappt's. Auch mal mit einer Def. Und hier unten sehe ich allerdings, dass hier schon so ein paar Sachen markiert sind, jetzt muss ich mal schauen. Morgen früh ist eigentlich heute früh. Komisch, der Brandon. Wo bleibst denn du? Aber der Brandon ist ein Rathaus 9, deswegen setzen wir da mal noch ein Edit dran und schreiben hier mal so als Leader dran. Nicht B vor die RH9 alle down sind. So, das Ganze schicken wir mal ab. Und dann hoffe ich, dass der Brandon hier unten die Bases erstmal mitmacht. Steht das da jetzt auch drin? Ne, steht da wieder nicht drin. Was muss man denn eigentlich machen? Ach, man muss hier unten klicken. Ah ja, toll. Nicht bevor die RH9 alle down sind. So, jetzt muss ich hier unten dann den Haken machen. Dann steht das auch drin, alles klar. Denn wir haben hier unten im Rathaus 9 Bereich nicht mehr so viele Angriffe. Da fehlen uns auch im Moment die Chars. Denn ich habe ja mit Thorsten mit 2 Rathaus 9ern hier eigentlich auch mitspielen können, aber ich werde jetzt mit einem der beiden 9er, die ich habe, hier auch aus dem Clan rausgehen, denn 4 Accounts brauche ich hier nicht. Mir reicht hier einer oder vielleicht 2, eigentlich 2, um mal zu wechseln zwischen Leader und Vize. Nicht, dass mir das gleiche auch mal passiert, aber es sieht erstmal stabil aus. Ich hoffe, die Folge auch ohne meine Anwesenheit hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, habt am Anfang gehört, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in dieser Woche sicherlich mit auch wieder ein Livestream am Mittwoch und mit einigen Folgen Clash of Clans mit mir im Thorsten. Bis dahin. Ciao, ciao.